Oh, das ist ein großer Zielbereich. Ja, das muss es sein. Ich denke, das wird genug Salz für die Suppe sein. Jetzt brauchen wir noch Magonga-Pilze. Lassen wir einen Chocobo nach ihnen suchen. Ah, da. Wo müssen wir jetzt dann dafür hin? Foto zum Thema Entschluss. Suche nach Zutaten. Ja, ja. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir da hoch auch kommen. Okay, wir müssen da hoch. Über die Brücke. Da drüben ist es da normalerweise. Ah, da ist das müsste der Hügel sein, den Torgan meinte. Jetzt ist Chocobo-Spürsinn gefragt. Ach so. Ah, da. Magonga-Pilz? Die sind sehr selten. Vorsichtig, ganz vorsichtig. Warte, was? Versuche den Magonga-Pilz im Ganzen herauszuziehen, dafür musst du ihn vorsichtig in die Richtung eingehen, der am wenigsten Widerstand zeigt. Woran sehe ich, wie viel Widerstand das der hat? Hä? Ich habe keine Ahnung. Netzer? Hä? Thank you.
Hä, ich kann nicht... Ach so. Hey, das ist total eigenartig. Ah, okay, habe ich es doch gecheckt. Suchen wir auch nach weiteren Pilzen. Chocobos sollten uns hinführen können. Ja, mein Problem war jetzt halt, ich habe nicht gewusst, dass du alle drei Dinger markieren musst. Muss das wirklich sein? Ah. Los geht's! Das sollte reichen. Finis! Stirb! Los! Weiter! Los! Noch ein Warum Pilz. Kann ich diese Attacken Den einfach so mit. Einsetzen? Okay. Was? Jetzt vielleicht? Hä? Vielleicht behindertes Minigame. Ich verstehe es nicht, was ich gerade falsch mache.
sind wirklich zerbrechlich. Ey, ich hab keine Ahnung. Es fehlt nur noch ein Pilz. Lassen wir einen Chocobo suchen. Oh. Das war jetzt dumm. Was muss ich da wieder hoch? Ja, aber ich verstehe halt aber auch gerade nicht, was ich jetzt da falsch gemacht habe. Wie bin ich da das letzte Mal hingekommen? Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochkam. Scheiße. Da sind wir nicht entlang. Wo ging's da hoch? Oh, ich vergesse immer, dass du diesen scheiß Knopf drücken musst, um in die Kurven zu gehen. Hä? Was soll ich jetzt? Das ist nicht das, was ich hin wollte. Wir sind jetzt einfach bei den Dingern halt, ne? Warte, wo bist du? Dann über müssen wir. Aber wir sind in der Nähe, das ist schon mal was. Da. Hä? Warum? Da muss ich, glaube ich, her. Was ist das für ein Schwachsinn? Warte mal, geht's da rum? Da war er!
Als ob ich nicht wusste, dass wir da entlang müssen. So, da hoch. Ja, ihr verarscht mich jetzt, da komme ich her. Lass das beenden. Weiter. Los geht's. Jetzt. Mach. Schluss mit lustig. Hier. Ja. Na dann. Bereit? Mach. Gut gemacht. Jetzt. Was habe ich jetzt da besiegt? Das war der letzte. Das sind es 5. Ach, scheiße. Alter, wo ist jetzt da die Stelle? Wird schon funktionieren. Ey, ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht mehr. Das hat doch am Anfang fucking funktioniert. Warum geht es nicht mehr?
Keine Ahnung. Egal. Schmecken sollte er doch. Das wären dann wohl. Ich verstehe das nicht. Was ist denn da der Fehler gerade? Gut, jetzt haben wir alle Zutaten beisammen. Kehren wir ins Dorf zurück. Das schau ich jetzt mal nach. Beim ersten. Es kann doch nicht sein, dass beim ersten perfekt funktioniert und beim zweiten geht's nicht mehr. Hä? Habe ich das falsch verstanden gehabt? Aber wie habe ich das? Achso, ja, ich muss ja eh laden. Das war der letzte. Nur mal lesen. Versuchen wir mal rauszunehmen. Musst du ihn vorsichtig in die Richtung neigen, in der er am wenigsten Widerstand zeigt. Also so dann? Gut gemacht, Cloud. Oh wow. Es ging nie drum, das wenigste Ding. Wohl alle, oder? Das wenigste Gut, Ding jetzt zu haben finden. Wir alle Zutaten beisammen. Kehren wir ins Dorf zurück. Sondern es ging einfach nur einfach in die Richtung. Warum gibt es solche Bereiche dann überhaupt? Das macht doch dann gar keinen Sinn. Also ich meine jetzt, dass du in dem ganzen Bereich deinen Knopf rumdrücken kannst. Ich meine, dann mache ich doch nach oben, nach unten, nach links, rechts und Alter. Ja, was ist das? Achso. Ich war nämlich der Meinung, du musst nämlich rausfinden, wo es am wenigsten wackelt. Und das war halt beim ersten lustigerweise genau richtig. Angenehmen Aufenthalt. Derweil war es eigentlich egal, sondern du musst einfach nur komplett durchziehen. Und dann schauen, wo es ab. Lass es brennen! Schon wieder angebrannt. Oh, wieso passiert das immer nur? Reichen wir es mal parat. Wir haben dir was mitgebracht. Versuchen wir es doch gleich noch einmal. Ich helfe dir auch. Ihr habt euch alle so angestrengt mit den Zutaten. Dieses Mal darf es nicht schief gehen. Mhm. Und zack. Oh, scheiße, wir können beide nicht kochen. Dieses Mal scheint es geklappt zu haben. Wie schön! Die Fairs laden mich immer zum Essen ein. Deswegen wollte ich mich revanchieren, aber irgendwie habe ich es nie so richtig hinbekommen. Aber einfach aufgeben wollte ich auch nicht. Kochen ist wirklich anstrengend. Genau. Als ich noch in Midgar war, habe ich immer in der Firmenkantine gegessen. Aber rückblickend kann ich sagen, wirklich geschmeckt hat es dort nicht. Aber ein gewisser jemand konnte nicht genug von den Bombeeren bekommen. Hä? Bombeeren? Wie die aus den Armeerationen? Genau die. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Wir sprachen von der Suppe. Mal probieren, ob sie schmeckt. Ah, ist die heiße. Oh, die muss erst noch abkühlen.
Entschuldigt. Die schmeckt gut. Die Gonga-Pilze entfalten in der Brühe ihr volles Aroma. Das hätte ich nicht gedacht. Spitzenklasse. Ich glaube, jetzt traue ich mich auch an andere Rezepte ran. Okay, jetzt sind wir auf 43. Oh, da ist noch eine Mission, da ist noch eine Mission. Nibelregion 0 von 3, Kosmoregion 4 von 5. Hier war die Mission der Kirie und der Yuffie. Gongaga ist jetzt noch das eine. Aber in der Juno-Region hat man eine vergessen. Mittlerer Ozean. Tiny Bronco. Steig mal aus, aber ich soll ja mit ihm reden. Kannst losgehen? Ja. Und wir steigen dann bloß ein. Ah, okay, ich kann dann einfach dahin reisen, wenn ich Bock habe. Da. Aber was sollen wir denn jetzt bloß tun? Uns natürlich gegen Shinra wehren, oder? Wir können jedenfalls noch kämpfen. Das Meer ist unsere Heimat und hat uns stark gemacht. Die von Shinra haben sich geschnitten, wenn sie denken, dass wir uns einfach so ergeben. Seit der Rede von Oberst Lodbrok sind die Leute hier so aufgedreht. Ich komme nicht mal dazu, Patrouille zu laufen. Aber was sollen wir denn jetzt bloß tun? Uns natürlich gegen Shinra wehren, oder? Wir können jedenfalls noch... Die salzige Seele. Priscilla ist wahrlich zur Republik zeigen. Gates Chocobo Express. Stets die Liebe. Glaubt ihr, dass es wirklich Krieg geben wird? Also mein Vater hat gesagt, dass es bestimmt nicht so weit kommen wird. Was bedeutet das? Die Frage ist, auf welcher Seite unser Dorf stehen wird. Mir doch egal, sind beide schrecklich. Oh, Cloud, Yuffie. Hm? Also sagt mal, was zieht ihr denn für Gesichter? Die Erwachsenen sagen, dass es bald Krieg gibt. Es sieht wohl ziemlich schlimm aus. Wir sind hier direkt unter Junon. Da kriegen wir doch im Ernstfall sofort was ab. Nein. Ich denke nicht, dass euer Dorf die Munition wert wäre. Aber vermutlich würdet ihr recht schnell besetzt werden. In dem Fall wäre es wohl besser, euch schnell zu ergeben, um potenzieller Gewalt zu entgehen. Hm? Okay. Das baut jetzt nicht sonderlich auf. Okay, hört mal. Wie lange ist es her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, hm? Wollen wir da nicht lieber was Schönes machen? Gute Idee.
Woran hattest du denn gedacht? Das ist es! Darf ich vorstellen? Der putzigste und zugleich begabteste Delfin aller Zeiten! Das wird eine Wahnsinnsshow! Eine Runde Applaus, bitte! Toll! Yeah! Yeah! Na dann mal los, Cloud! Thank you.
Oh, ich habe mein Mikro ausgemacht. Ihr seid ein super Team. Es macht riesigen Spaß, dir und Finny zuzusehen. So mitgefiebert habe ich lange nicht mehr. Total krass. Das war einfach dermaßen cool. Jetzt holen wir uns ein paar Materia. Welche von der richtig starken Sorte. Und damit erledigen wir dann schwuppdiwupp Shinra, Sephiroth und alle anderen. Genau. Ihr habt's gehört. Der Eintrittspreis für die Delfin-Show beträgt pro Person eine Materie. Ja. Also immer her mit den guten Teilen. Hey, sowas hab ich aber nicht. Das ist Wucher. Hey! Hey! Danke, Cloud. Du zeigst uns doch eines Tages nochmal eine Delfin-Show, oder? Klar. Schießschau-Sprint-Profi. Gibt's noch mehr? Hä? Gibt's da echt nochmal eins? Die Säcke könnten vielleicht ruhig mal wirklich anzeigen, wie viele Aufträge das gibt und nicht einfach so, oh, es gibt nur eins, Gestin Max 1, oh, es gibt jetzt noch eins. Wisst ihr, Kinder? Okay, jetzt sind wir fertig. Oh nein, warte, es gibt noch eins. Gardist der 7. Infanterie, Juno Region und Kapkara Krala wurden zum Sperrgebiet erklärt. Häusens. Warte mal, 43? 45? Ey, wir sind auf 43, ihr Penner. Wo ist denn das? Da. Kann ich mich da hinporten? Da kann ich mich... Nee, auch nicht. Da kann ich mich aber hinporten. Ich meine, das sagt zwar 45, aber... Ich würde jetzt erst mal schauen, mit wem ich das überhaupt machen kann. Doch, oder? Gardisten der 7. Infanterie? Kommandant, ja, sind Sie gekommen, um uns zu unterstützen? Könnte man sagen. Wie ist die Lage? Sir, es ist uns gelungen, das Ungetüm einzukesseln. Aber wir haben es mit einem unerwartet starken Gegner zu tun. Wir hatten zwar Unterstützung angefordert, aber dass sie persönlich erscheinen würden. Im Moment verhält es sich ruhig, aber wer weiß, wann dieses Wesen wieder zuschlägt. Wir müssen es so schnell wie möglich unschädlich machen. Meinst du, wir sollten ihnen helfen? Hier entlang, Kommandant. Wir bekämpfen aber nicht das Ding da oben, oder? Alter, was ist denn das? Bleib zurück. Jawohl! Oh, shit. Ja, nicht so nah! Auf Onkel Barrett ist Verlass! Los, gib alles! Komm schon! Verdammt! Bereit? Perfekt! Hey!
Oh oh. Ich probiere gerade ein bisschen mit dem anderen Ding. Arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Jetzt! Auf die Zeit! Ich zähl auf dich. Hier kommt Barret! Fluch dich! Hab was, du bist am Zug! Ich leg los! Verzähl! Jetzt erst recht. Das war's dann. Ja! Nichts überstürzt. Wurde schon angedürkt. Wie schmeckt dir das? Hab schon Vorarbeit Überlass geleistet. Überlass das mir. Oh, zusammen. Verdammt. Das tut weh. Los geht's. Ich seh dich. Hat er sie gerade? Ja. Gerettet? Keinen kommen. Keine. Spring für mich ein! Bereit für mehr? Los, dreh voll auf! Wie muss ich jetzt durch? Kann mich jemand ablösen? Da! Auf! Bin dabei! Flieg! Und los! Übernimm du! Du bist am Zug! Mir wird schon was einfallen! Ich mach das! Schon nur keine Sorge! Dicke! Und tschüss! Dann übernimm. Auf Onkel Barret ist Verlass. Los, gib alles. Triffst du von übernimm dort du. Besser? Ich leg los. Was Besonderes. Seh Dann übernimm. Wurde schon ungeduldig. Ja. Ach, du bist am Zug. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Ja. Übernimm du! Lass mich mal! Keine Chance! Ja! Also! Weiter! Verdammt! Und tschüss! Nimm das! Roger, ich übernehme. Übernimm mal. Ich leg los. Beschwörung, sie kriegt sich jetzt Phönix. Nimm das! Nicht übertreiben. Hier kommt Barret. Jetzt schlag ich über alle Stücke. Oh, das geht mit denen dann auch. Komm schon. Na? Hilf mir mal. Und los! Das Spiel ist aus. Wechsel! Ich übernehme. Warte mal, der haut dann ab. Das ist gar nicht gut. Schnell! Wir müssen die Verfolgung aufnehmen, ehe es zivile Opfer gibt. Ein Chocobo könnte seine Fährte sicher aufnehmen. Kann ich auf dich zählen? Ja. Dann los. Der Rest kommt mit zurück nach Junon. Wir müssen Bericht erstatten über die Lage. Dieses Ungeheuer kämpft ohne Gnade. Unterschätze es. Und deine Eingeweide sehen schneller Tageslicht, als dir lieb ist. Also nimm diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter. Wir werden Bericht erstatten und danach kommen, so schnell es geht. Viel Glück bis dahin. Alter, was ist das für ein fettes Teil, ey? Oh. Immer der Choco-Nase nach. Ups. Durchs Wasser geschwommen ist das Drecksvieh.
Na, ah, da hinten versteckt sie's. Aber das machen wir dann das nächste Mal. Oh mein, ich geh jetzt immer da. Da, oh, der labt sich am Marco. Genau. Ich höre es dann heute mal an der Stelle auf. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Final Fantasy VII Rebirth. Macht's gut und Servus.